Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Jofe. Und heute geht es mal um meine Meinung zu den Instagram-Likes, die ja, ja abgeschafft werden. Tatsächlich, also sprich, ja, wenn halt irgendjemand von euch oder wie auch immer ein Bild von mir liked, dann kann nur ich diesen Like sehen. Und natürlich die Person auch, aber eine andere Person nicht. Also heißt, ja, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo jetzt 3 Millionen Likes pro Foto bekommt, dann kann man das dann nicht mehr sehen, sondern nur er kann diese 3 Millionen sehen, wenn auch die Leute genauso viel liken, wenn die Likes dann nicht mehr zu sehen sind. Das ist ja dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders. Viele machen ja auch damit einfach voll viel Geld. Nur wegen den Likes, wisst ihr? Weil kaum jemand, also es gibt natürlich schon Beiträge, wo die Leute viel kommentieren, aber zum Beispiel bei mir kommentiert keiner. Wenn man halt so bei Instagram ist, zum Beispiel werden mir dann so NBA-Highlights, so Basketball-Highlights angezeigt und dann like ich das halt, weil ich das halt interessant finde und zum Beispiel einen Wurf oder so gut finde. Aber es ist halt nicht so, dass ich wirklich dann was kommentiere. Warum soll ich da jetzt kommentieren? So? Also, ich markiere dann zum Beispiel nur Oliver oder so als Beispiel, damit er sich das halt auch anguckt. Oder ich sende ihm den Beitrag dann bei Instagram Direct, also bei dieser Nachrichtenfunktion. Aber also man kommentiert halt sonst einfach nicht. Das ist jedenfalls bei mir so, auch zum Beispiel so, das ist auch total blöd so bei Seiten, die dann extra so sagen, yo, was haltet ihr denn davon? Und die Leute sollen es dann in die Kommentare schreiben und das macht dann keiner. Sondern es kriegt dann nur 1000 Likes oder so. Aber null Kommentare. Natürlich ist es dann auch bei so einem Verhältnis auch manchmal so, dass die Likes dann zum Beispiel gekauft werden oder man kann Likes auch gratis bekommen. Das geht tatsächlich auch. Habe ich mal gemacht, ist aber total dumm. Ja, es war bei meinem tollen Porsche-Bild, da habe ich mir mal 20 Likes for free gegönnt und es sind nur 5 angekommen, auch lit. Also ja, dafür kann man übrigens auch gebannt werden von Instagram, also der Account kann dann auch gelöscht werden. Aber jedenfalls, wenn die Likes dann weg sind, auch viele Firmen machen das, dass sie dann gute Kommentare oder so bei Amazon oder so, aber wie gesagt, die Likes werden das auf jeden Fall verändern. Natürlich, viele denken sich immer dann, okay, Mist, das eine Bild hat nur 20 Likes und das andere Bild hat 40 Likes. Was habe ich bei dem Bild mit 20 Likes falsch gemacht? Ne, das denken ja auch viele 14-jährige Girlies, ne, die dann immer denken, yo, ich muss jetzt hier ein Selfie machen, während ich ein Eistee trinke. Oder Pommes esse oder sowas. Jetzt macht keine, aber nee, einfach so, keine Ahnung, so ein Spiegel-Selfie oder so ein Scheiß. Das ist halt total dumm. Finde ich, also ich find's. Also ich habe nichts dagegen so mäßig, wisst ihr, aber soll jetzt nicht falsch klingen oder so, aber ich finde es halt nur unnötig, wenn man sich da zu sehr reinsteigert, wisst ihr? Ich selbst wundere mich natürlich dann auch, wenn zum Beispiel dann ein Bild statt 200 Likes dann nur 30 Likes bekommt. In der genau gleichen Zeit circa, aber ich mache mir da keine großen Gedanken. Ich denke mir, okay, ja, okay, das wundert mich jetzt so, aber im nächsten Moment denke ich mir noch, okay, dann ist es halt so. So wisst ihr, manche steigern sich dann da sehr extrem rein. Für die Leute ist es gut. Für die anderen Leute ist es nicht so gut. Vor allem halt für bekannte Leute, ne? Die halt viele Likes bekommen. Ja, zum Beispiel, das ist keine bekannte Person, aber das World Record Egg
was ja so mega viele Likes bekommen hat. Ich blende euch hier mein Bild ein. Das geht dann einfach nicht mehr. Also es gibt halt einfach so Accounts, die dann sagen, keine Ahnung, ich poste zum Beispiel jeden Tag ein Bild und oder sowas, keine Ahnung, bis ich 1000 Follower oder so habe, oder Accounts, die dann sagen, okay, kommentiert mal alle fleißig, damit dieses Toilettenpapierstück am meisten Kommentare bei Instagram kriegt oder sowas. Also das ist total unnötig, finde ich. Ist halt echt so. Theoretisch Kommentare so als Interaktion zu benutzen, finde ich halt sehr, sehr gut. Zum Beispiel, wenn man auch einen Livestream macht, jetzt ist was anderes. Aber nee, beziehungsweise bei Instagram ist es ja auch so, da kann man ja auch Livestreams machen. Und das Dumme ist, da kommentiert halt auch immer so keiner. Wisst ihr, also dann wird halt immer so eingeblendet Hallo und dann irgendwelche Emojis. Und wenn ich dann mir Livestream angucke bei Instagram, dann ist es dann so, dass ich dann auch immer dann auf irgendein Emoji klicke. Aber richtig viel Interaktion bringt es jetzt nicht. Und ich glaube mal auch, dass viele Firmen, die dann auch bei bekannten Leuten dann irgendwie dann so ein Sponsoring machen und dann ganz viel Geld ausgeben, was sie natürlich auch irgendwie sehen wollen, wie halt quasi ihr Produkt, was die Person dann halt so in die Kamera hält oder so, wie das dann ankommt, und das nur anhand von Kommentare zu sehen, ist ein bisschen random, so wisst ihr. Ich bin generell gespannt, wie einfach sich Instagram dann dadurch verändern wird. Und ob es dann auch wirklich durchgesetzt wird, weil das ist ja nur aktuell in so einer Testphase, aber ich habe hier gerade einen Computer an und ich lese hier vor 5 Tagen von der Tagesschau. Test auch in Deutschland. Ja. Merkur vor 3 Tagen. Revolution bei den Likes, radikale Änderung oder Chip vor 2 Tagen. Instagram verbannt Likes. Mega Änderung kommt jetzt weltweit. Likes weltweit. Krasser Reim, habe ich jetzt auch gerade eben erst gemerkt, als ich es vorgelesen habe. Aber jedenfalls ist also, um es kurz zu machen, meine Meinung ist halt einfach, dass Instagram halt natürlich erstmal anders werden wird, aber ich glaube, man wird sich auch daran gewöhnen. Es ist halt einfach so. Es ist auch zum Beispiel so, Instagram hat ja halt auch in den ganzen Jahren viel, viel verändert. Nicht nur von Design her, sondern auch von den Funktionen. Ne? Krasse Zeit eigentlich, als es noch keine Story gab. Also das ist Wahnsinn, Alter. Ja, oder als es noch keinen komischen Face-Filter oder sowas gab. Oder als man nur Videos bis höchstens 15 Sekunden oder so hochladen konnte, so ein Müll. Jetzt kann man ja durch IGTV, kann man jetzt ja auch, ich glaube, Videos mit hochladen, die 1 Stunde oder so gehen. Also ich frage mich ehrlich gesagt noch, wer da was anguckt, komplett. Guck mir da meistens nur, wenn überhaupt, so Interviews an oder so. Aber das ist, wie gesagt, so die Sache. Also ich glaube, es wird erstmal komisch sein, aber man wird sich dran gewöhnen. Und ich glaube, man wird dann auch vielleicht öfter einen Kommentar schreiben. Also die Allgemeinheit. Ich meine jetzt nicht mich unbedingt, weil ich jetzt nicht so der Kommentarfreund eigentlich bin, dass ich ein bisschen einen Kommentar schreiben muss. Ich werde trotzdem dann weiterhin liken. Ja, die Likes sind ja nicht komplett weg, aber das wollte ich euch nur mal sagen. Mein Hals tut jetzt übrigens übelst weh und der kribbelt voll, weil ich davor auch ein Video aufgenommen habe. Und zwar das IKEA X Virgil Abloh Video. Video, genau. Video. Und ja, deswegen, ich werde jetzt erstmal gleich ein
Tee oder so trinken, keine Ahnung. Einfach nur Wasser. Ja, das wollte ich euch sagen. Ne? Und das war's jetzt hier auch mit dem heutigen Video. Hier auf Jofi, ne? Wenn's euch gefallen hat, ne? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Ich gucke gerade noch hin, aber ja, lasst wie gesagt ein Like da und wenn ihr ja und wenn ihr oben raufklickt, könnt ihr meinen Hauptkanal JF abonnieren. Das ist ganz wichtig, da könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren, da bekommt ihr immer Benachrichtigungen auf eurem Handy, Tablet, Computer, wie auch immer, welcher ein neues Video hochlade. Das ist ganz wichtig. Daneben könnt ihr noch diesen Kanal hier, mein Zweitkanal ist das nämlich, Jofi natürlich, ne, abonnieren. Könnt ihr genau das gleiche tun und hier drunter gibt es noch ein anderes Video, ne, das Video, was ich zuletzt hochgeladen habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Psst.